So, ihr Lieben, herzlich willkommen wieder einmal bei den Minga Gaming Gamer-Freunden. Ich bin's, der Jens, und die Season 2 fühlt sich zumindest endlich mal wieder mit neuen Inhalten und einigen wirklich sinnvollen Änderungen an, dass das Spiel doch wieder in die richtige Richtung gehen könnte. Aber das soll gar nicht mein Thema sein, denn in MW2 und Warzone 2 gibt es ein neues Gratis-Pack zur Season 2. Das möchte ich euch gerne vorstellen. Und das haben wir hier. Und wir werden auch danach denn mal mit den darin befindlichen Waffen in ein Gameplay gehen. Und ich sage euch mal so spontan dann aus meiner Sicht, ob die Waffen gut sind. Aber ich sag mal, das Pack sollte sich jeder holen, denn es ist gratis für alle PlayStation Plus Besitzer. Was haben wir denn drin? Wir haben diesen Operator Skin drin, der eigentlich ganz nice aussieht. Dann haben wir hier die M4 drin als sehr, sehr kompakt gebaute Sturmgewehr-Variante. Dann haben wir hier die Fennec drin, auf die ich mich durchaus freue, denn ich mag die MPs durchaus auch immer gerne mit einem geeigneten Visier spielen. Ich bin da ein sehr, sehr schlechter ohne Visierspieler generell in dieser Waffenklasse. Ja, liegt vielleicht am Alter auch ein Stück weit. Das ist halt so. Dann haben wir hier einen Waffentalisman noch mit drin, eine goldene Libelle als Waffensticker, eine Visitenkarte und ein Emblem. Das Ganze werden wir jetzt hier mal kaufen. Natürlich nehmen wir das jetzt. Ihr habt es gesehen, wie gesagt, für PS Plus Besitzer und alle die darüber liegenden Pakete haben, sowieso aus dem neuen PlayStation System sozusagen. Ihr alle könnt euch das hier abrufen. Und das werden wir dann gleich ausrüsten. Und wie gesagt, ich gehe jetzt mal in eine hoffentlich knackige MW2 Multiplayer-Runde und werde euch da mal sagen, wie mir persönlich diese Waffen gefallen. Da würde ich mal sagen, let's go! So, jetzt bin ich also mit diesen beiden Waffen auf eine Karte gejoint. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt kenne. Hinter dir. Ja, das ist natürlich die Fennec, ganz klar. Brauche Munition! Werfe eine Granate, kommt eine Blendgranate! Ah, jetzt sind sie quasi von der anderen Seite gekommen. Ah, es scheint mir schon wieder so eine Karte zu sein. Feindliche Drohne über uns. Also ich kenne die Karte überhaupt noch nicht, deswegen bin ich natürlich hier ein bisschen orientierungslos ganz zu Beginn. Ich gebe Deckung. Das bitte mal nachsehen. So funktioniert es nicht. Aber die Fennec ist klasse. Verbündeter Marschflugkörper nähert sich dem Ziel. Ah, den hätte ich durchaus kriegen können. Aber wie gesagt, Leute, das ist meine erste Runde seit einigen Tagen, würde ich jetzt mal sagen. Also, das bitte auch immer nicht vergessen. Ich will ja ein bisschen. Lade nach! Bin gleich hinter dir. Gott, steckst mir das Magazin! Oh, die andere Waffe ist auch sehr gut, aber die Fennec gefällt mir klasse. Ich
lade nach! Oben kommt doch gerade jemand, oder? Verbündete Drohne online. Verbündete Drohne weiter. Komm noch, Haha. Boah, Leute, die machen ja richtig Spaß. Eigentlich beide Waffen. Ja, gut. Ich setze deine Bombendrohne ein. Bitte Aufklärung an meiner Position. Verstanden. Drohne kein Einsatzgebiet. Ah, die Fennec gefällt mir etwas besser. Die ist nicht so unruhig im Visier. Drohne hat keinen Treibstoff mehr. Sie kehrt zur Basis zurück. Hier oben hängt doch wieder jemand in der Ecke hier unten. Ich lade nach! Also wie gesagt, ich glaube, das ist eine neue Map zur Season 2. Lade nach! Ach, das war einer von meinen Jungs, alles klar. Ich gebe dir Deckung! Daher kenne ich die Map überhaupt nicht, aber ich finde, ich schlag mich eigentlich ganz gut. Verbündete Drohne online. Boah, sehr gut. Ah, den hinter mir habe ich nicht gesehen. Aber wie gesagt, dafür, dass ich das erste Mal auf der Map unterwegs bin, das sieht eigentlich alles ganz ordentlich aus. Drohne hat keinen Treibstoff mehr. Jetzt kommt alles zurück. Ah, den hätte ich eigentlich kriegen müssen. Aber alles gut. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Aua! Mensch! Da muss ich doch schnell rausrutschen, wenn ich das sehe, dass mich einer anlasert. Ah, hier kommt man nicht hoch. Warum auch immer. Ist jetzt mal wieder Zeit, dass ich mir hier ein, zwei Gegner hole. Verbündeter Marschflugkörper. Magazin weg. Sehr gut. Hab was abgekriegt. Ich lade nach. Sie rennen davon. Weiter so. Ah, super. Three in a row. Das ist schon absolut in Ordnung. Ah, sehr gut. So, Leute, jetzt zeige ich euch noch die Aufsätze, würde ich sagen. Und ich muss echt sagen, also beide Waffen wirklich gut. Ich bin da sowieso ein Freund von der Fennec im Multiplayer sowieso. Da macht die auch echt Spaß. Und ich denke, das hat man hier auch in der Runde ganz gut gesehen. Jetzt dürft ihr natürlich bei der Statistik nicht vergessen, ich bin hier in die Runde auch erst reingejoint, habe also nicht von Anfang an mitgespielt. Und aber zum Zeigen, für die Waffen ist das für mich hier komplett in Ordnung. So, wir schauen uns jetzt noch die Aufsätze an und dann, denke ich, haben wir ein schönes rundes Video mit dem Pack und auch mal
mit der Tatsache, wie die Waffen sind. Also, wir haben jetzt hier die Fennec 45. Sie hat folgende Aufsätze. Hier habt ihr den Griff OPX9 Vordergriff. Dann habt ihr den Forge Tech Ninja Aufsatz hier im Bereich des Laufes. Dann habt ihr hier ein Visier, und zwar das SZ Lone Wolf Visier. Das finde ich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Spielt sich super gut auf der Waffe. Dann habt ihr hier als Schaft den Agile Assault 7 Schaft und den gepunkteten Fennec Griff als Griff. Das sind die 5 Aufsätze zu dieser Fennec. Dann schauen wir uns noch die M4 an. Auch echt voll strange irgendwie. Na, so als kurze Variante, die natürlich dann auf Geschwindigkeit gebaut ist. Hier habt ihr den 7,5 Ampus Brandfackel Lauf entsprechend drauf. Dann habt ihr hier als Unterlauf den Edge 47 Griff drauf. Dann habt ihr hier den X10 Griff bei den Griffen. Dann habt ihr hier als Schaft den Demo D50 Pufferrohr. Und zu guter Letzt das Kronen Mini Rotpunktvisier und der Visieren drauf. Ich finde es interessant. Sollte sich jeder holen. Geschenkengaul, schaut man eh nicht ins Maul. Aber was hier auch für mich genauso wichtig ist, die Waffen taugen was. Insofern, Leute, habt viel Spaß. Holt euch das Paket ab, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten, wenn ihr auch diese Art von Content mögt oder andere Videos von uns, lasst gerne ein Abo da. Denn der Support ist gänzlich kostenlos für euch. Und dann sehen wir uns gerne wieder in weiteren Videos. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.